herzlich willkommen zu einer neuen Folge Haunted Halls. Wir haben eine bombastische Pflanze gezeugt und ich weiß nicht, wohin die führt. Ah, dahin. Und was jetzt? Was für eine aggressive Pflanze. Ja, super. Und was jetzt? Ja, was mache ich bitte? Okay, irgendwas mit der Jukebox bestimmt, aber da habe ich aktuell keine Mittelchen für. Ich brauche einen Drehgriff. Ein Brecheisen tut's auch, Mann. Stellt mich so an. Okay, da kommen wir auch noch nicht weiter. Ja, aber was fehlt ihm denn? So. Aha. Schraubenzieher, Tannenzapfen, Schnuller, Dartpfeil, Umschlag, Mikrofon, Schnalle, Batterie, Trichter, Flamme, Marker, Würfel, Feder, Fisch, Herz, Film. Da ist der Marker. Dann... Schnuller. Herz, Batterie. Die Würfel. Das war nicht die Schnelle. Ah, da ist die Schnalle. Einen Umschlag. Dartpfeil, Schraubenzieher. Und Mikrofon. Trichter. Mikrofon und eine Feder. Sicherheitsnadel, Jukebox-Marke, Parfümflasche, Taschenlampe, Schneebesen, Handglocke, Glaskolben, Geldbeutel, Schüssel, Dartpfeil, Schnecke, Eidechse, Ananas, Pfeife, Pfeil, Auto. Hier ist die Ananas. Auto. Dartpfeil. Eine Handglocke. Autoschlüssel.
Eine Pfeife. Eidechse. Der Schneebesen. Eine Jukebox-Marke. Parfümflasche. Taschenlampe. Sicherheitsnadel. Da ist eine Schraube, die brauchen wir aber nicht. Auch noch ein Pfeil, ein Geldbeutel, der ist doch da. Oh. Zu viel gedrückt. Aber das ist doch ein Geldbeutel. Der? Oh, okay. Nehmen wir den. Gut, da ist der Pfeil. Ah, die Schnecke ist da auch. Gut, dann noch die Sicherheitsnadel. Da, die ist da oben. Das wollte ich nicht. Ein Ventilgriff. Das war jetzt nicht das, was ich erwartet habe, um ehrlich zu sein. Ah, da oben können wir noch. Gottesanbeterin, Benzinkanister, Elektrorasierer, Aschenbecher, Seepferdchen, Tarotkarte, Mausefalle, Kokosnuss, Opernglas, zwei Puppen, Knochen, Gewicht, Muschelschere, Vogelpilz. Noch ein Gewicht, Benzinkanister, Elektrorasierer und eine Gottesanbeterin. Noch ein Gewicht. Da haben wir's. Benzinkanister. Der fehlt bestimmt hier, oder? Nein. Was ist das da?
Endlich kommen wir hier rein. Ich fand einen offensichtlich klaustrophobischen Mann in einem Aufzug ohne Türen. Im verzweifelten Versuch, einen Ausweg zu finden, hatte er Türen an die Wände gemalt. Ich muss ihm dort heraushelfen. Oh Gott. Ah, da ist dieses Ding. Ein Filter, nennt man das Ding auch. Sieht wie der Schaltkasten des Aufzugs aus. Ja, schön für den Aufzug. Ich habe einen Fahrstuhl-Dingsbums. Und jetzt? Warum funktioniert der nicht? Können wir den Typen nicht einfach eine Leiter malen? Malen. Ja, geben und raus. Ja, ich weiß, dass das Schaltkasten ist, aber... Dann nicht. Dann gehen wir erst dahin und beenden die Aufgabe. Das ist so ein Click and Arrow. Oh, und das war ein Error. Nein, hör doch auf damit. Bewegt sich wie eine Schlange. Schöne Feststellung. Der Generator hat kein Benzin. Das können wir ändern. So, kommt er jetzt zu mir? Endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Ich war überzeugt, ich würde verhungern und in die Tiefe stürzen. Indem du deine eigene Ängste überwunden hast, wurde ich gerettet. Ich bewundere dich. Doch Tim bewundert dich noch mehr. Konnte von nichts anderem als von dir sprechen. Er ist ein guter Mensch. Er wollte nicht gehen, solange er uns in Gefahr wusste. Funktioniert der Dings jetzt wieder? Oh. Ist hier irgendwas? Ah, Notizen. Als der Mann seine Beine unsicher auf den Boden stellte, strahlte ich über beide Ohren. Ich kann nur erahnen, wie erleichtert er sein muss. Hoffentlich kann er seine Höhenangst in Zukunft überwinden. Ich kriege hier keine neuen Dingsies. Ich habe jetzt einen Pinsel.
war mir nämlich schon klar, darum bin ich hierher gegangen. Aber was genau kann ich damit machen? Okay. Oh Gott, wir müssen in die zweite Etage, ne? Starten, Hebel umlegen, zweimal drücken. Moment, 1, Moment, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, folge den an die Innenseite des Schaltkastens geritzten Anweisungen, also auf die kleinen Glühbirnen in der linken oberen Ecke. Also war bis jetzt nicht grün. Ich verstehe das Rätsel nicht. Zum Starten Hebel umlegen. Dann zweimal drücken. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht vielleicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oder zweimal hintereinander. Eins, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Und dann nochmal. Nein.
verstehe das nicht. Die leuchtet ja auch niemals grün auf. Ich würde auf Überspringen drücken. Ich verstehe das Rätsel nicht. Welch Freude! Ach, wie bin ich froh. Ich habe wahres Glück gefunden. Offenes Gelände. Yippie! Danke und lebe wohl. Ich versuche nur mein Glück im Freien. Ich verstehe das Rätsel nicht. Ich würde mich verabschieden und wir sehen uns in der nächsten Folge.